Ja, hallo Leute, hier ist der Sibi und ich begrüße euch zu einer neuen Aufnahme. Und zwar, ihr seht es, meinen Krieger, den Sibi. Und ja, er hat ein komisches Gesicht, weil es gab ja einen Fehler beim letzten Update und von daher sehen die jetzt so aus. Aber ich habe jetzt bei drei Charakteren, habe ich das sogar gehabt, dass das jetzt so aussieht und deswegen habe ich drei Premium-Kartons bekommen. Als erstes wollte ich noch jemanden grüßen und zwar, ich hoffe, ich habe den Namen richtig behalten. Es war Weinträubchen. Und sie wollte ich sehr gerne grüßen, weil, da war noch eine andere Person, ich habe den Namen aber jetzt nicht parat, ich habe ihn jetzt vergessen. Und zwar, ja, wollte ich gerne grüßen, weil die beiden Personen verfolgen mich schon sehr lange oder haben mich öfter schon mal gesehen auf YouTube oder im Spiel und deswegen seid an dieser Stelle lieb begrüßt. Und ja, um was geht's denn heute? Und zwar, ihr seht es, wir sind jetzt Level 84, ich habe ein bisschen gelevelt und wir haben jetzt hier 1, 2, 3 Hämmer und ein bisschen habe ich was vorbereitet. Und zwar geht es um eine Helga-Axt. Ich hatte es mal erwähnt, ich hatte mir mal eine gekauft. Von den Statuswerten waren die echt mies, deswegen habe ich dann zwei Hämmer gehabt und jetzt gab es heute welche und habe ich gedacht, hey komm, da holst du dir mal welche. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, hier fehlt doch was und ganz einfach, warum hier was fehlt, ist, ich hatte die noch im Lager gehabt und deswegen habe ich gedacht, hey komm, warum denn eigentlich nicht, warum kann ich doch einfach mal nutzen, ne? So, und als erstes gehen wir erstmal zum Amboss und dann schauen wir erstmal, ob wir denn hier das beibehalten können und bei aus was hinzaubern können. Ich hätte lieber Stärke behalten, Gast behalten und aus 49. Und dann gucken wir mal. Wir haben jetzt nur 8 Versuche und da versuchen wir das Beste mal herauszubekommen. Vielleicht könnten wir die auch noch ein bisschen verbessern. Ich meine, Gast ist echt mies, ansonsten sind die Statuswerte echt geil und na gucken. Fangen wir doch mal an. Und jetzt. So. Hämmern tue ich eigentlich nicht so gerne, weil, ihr seht es, Stärke sind jetzt nur noch 10. Guess ist komplett weg. Und naja, lieber nicht drüber reden. Und nochmal. Ja, das Let's Play geht auch. Kann ich leider nicht nehmen, weil in August ist natürlich richtig geil und aus kommt langsam, aber das nehme ich dir jetzt nicht. So, und somit haben wir noch 6 Versuche und noch einmal hämmer, hämmer, hämmern und ich glaube, ich nehme diese, weil Stärke ist geil, aus ist top und Guess ist auch okay, dann nehmen wir das erstmal so und in Incon brauchen wir nicht drüber sprechen, aber immerhin schon mal sehr schön, wunderbar. Also haben wir jetzt Stärke 51, Guess haben wir 33, Aus haben wir jetzt 41, Int und Con haben wir jeweils 14. Und wir haben immer noch 5 Versuche. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht, weil ich glaube, es gab doch. Kann ich jetzt nicht machen, weil es ja nicht im Lager liegt. Und ich würde sagen, wir versuchen, komm, wir nehmen jetzt einfach nochmal 5, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann gucken wir mal, was dabei dann rauskommen wird. So, zack. Zack. So. Und so. Ja, und ihr seht, ich habe auch ein bisschen in das investiert. Ich habe mir da und da mal was gekauft. Und deswegen habe ich hier kommen. Ich glaube, habe ich mit diesem Charakter die Axt gekauft? Ich glaube ja. Nee, mit meinem Magier. Was ich mit dem gekauft habe? Tot war es nicht. Weiß ich gerade nicht. Gut, wir haben jetzt, wie gesagt, neue Werte und die gucken wir. Und wenn was Cooles dabei rauskommt, ne, die Werte von Helges Axt wurden geändert, werden wir uns dran setzen mit dem Verbessern, Appen, wie auch immer. Und los geht es. Ich hoffe mal, Guest kommt hoch. Oh, Stärke 60. Oh, ich weiß nicht. Soll ich es machen? Weil Guess ist denn weg und. Oh, ich komm ehrlich, ich mach's. Weil ganz ehrlich, jetzt haben wir Stärke 60 aus 67 und Guess 11. Und wenn jetzt Guess nochmal hochgepusht wird auf 60, dann haben wir eine Axt. Ich sag's euch, die ist traumhaft. Also die Werte sind schon mal richtig geil. Wäre auf jeden Fall top, wenn jetzt Guess und Aus getauscht werden. Nee, Guess und Stärke getauscht werden. Das wäre schon mal gut. Aber wir gucken mal. Weil die Werte sind schon richtig gut und ich freue mich,
Die nehmen auf jeden Fall nicht an. Stell dir mal vor, die hätte jetzt geklickt. Ich hätte, glaube ich, ein bisschen innerlich geweint. So, jetzt haben wir noch 3 Versuche und die werden wir uns mal ein bisschen, ja, angucken jetzt. Das ist schon mal die richtige Richtung. Wenn jetzt statt Stärke, ne, also das ist schon mal top, aber nein. Und noch 2 Versuche haben wir noch. Und dann haben wir, also jetzt noch einen danach und dann haben wir gar keinen mehr. Ich meine, Guess ist schon mal, will, vielleicht kommt jetzt was Gutes bei raus, man weiß es nicht. Trommelwirbel und... Ne. Schade. Schade, schade, schade. Aber nichtsdestotrotz ist die Axt gar nicht mal so schlecht. Die ist natürlich jetzt nicht... Wir können mal gucken. Vielleicht verkauft das ja jemand. Helgas. So. Helgas Axt. Ja, ist unsere auf jeden Fall besser. Ist unsere auf jeden Fall besser. Und ist auf jeden Fall unsere besser. Außer Stärke ist gestern natürlich top. Aber alles andere... Ne. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, wie auch immer. So, komm mal, Helga Schwert ist auch dabei. So, schade, schade. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt folgende Werte. So, wir können es einmal vergleichen. Also wir haben jetzt einmal unsere Axt, einmal Linksflügel der Kascha. Da haben wir jetzt Stärke, haben wir jetzt bei der neuen Axt 19 mehr. Guess haben wir auch 3 mehr. Und aus haben wir 35 mehr. Dann haben wir zurzeit 21 Con wie weniger, ne? Aber Zielgenauigkeit ist deutlich höher. 293. Und beim Schaden ist dann zurzeit. Ja, 34 weniger Schaden. Das müsste ich mal ausrechnen. Ich weiß es gerade nicht. Aber ich finde es gar nicht mal so verkehrt, ne? Also, sag ich mal so, ist denn der Liebe. Sind alle AFK? Schade. Der Julian ist da. Ich sag mal so, die Axt ist schon mal nicht schlecht. Könnte natürlich besser sein, aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt erstmal unsere Axt ein bisschen verbessern. Und so, als erstes lege ich natürlich erstmal ja, ganz normal die L-Ruhe rein. Ich habe schon sehr lange nicht gehabt, muss ich sagen, ne? Sehr lange habe ich nicht gehabt. Und Tatsache hat es nicht geklappt. Und beim ersten Mal können wir ja nicht, können wir ja hier das Blaue nicht nehmen. Ich werde auf jeden Fall 2 davon benutzen, weil wir 8 noch davon hatten und das sollte kein Problem sein. Ich meinte, ich hatte mir mal auch alle Päckchen mal aufgeschrieben, die ich sehr schön habe. Zack und plus 1, schon mal 57 mehr Schaden, sehr schön. Dann nutzen wir es einfach mal, der kann es ja nicht absinken, was schon mal sehr gut ist. Zerstört werden kann sie ja auch nicht. Ansonsten weiß ich gar nicht, wie das ist. Ich meine, ich habe das aufgenommen und ich werde auch ab plus 3 aufwerten, ne? Das ist so mein, das mache ich eigentlich immer so, ne? Und sicher, ne? Und normalerweise sollte es eigentlich ganz gut aussehen mit dem Aufwerten, weil die letzten Male waren eigentlich sehr, sehr entspannt, außer heute. Aber hey, egal. Wir haben ja immerhin 8 Versuche haben wir umsonst gehabt. Also kann man so nicht sagen, aber die hatte ich so gesagt noch über gehabt, von daher sind wir schon mal 8 Versuche im Plus. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Plus 1 hat schon mal deutlich an Schaden zugenommen und plus 2 hat schon über 86. Mensch, das ist ja gar nicht mal so hoch verkehrt. So, nehmen wir das einfach mal so und los. Ja, vielleicht Glück, also ich hatte nämlich, genau, was ich noch sagen wollte, also das Let's Play wird auch wieder vorankommen. Ich war nämlich letzte Woche nämlich krank, was ich hatte, naja, eher was Unangenehmes, ne, was ich noch nie hatte, sag ich mal so, aber hey, egal. Und deswegen war ich außer Gefecht und mir ging es echt richtig schlecht und richtig dreckig und deswegen hatte ich keine Kraft und keine Geduld. Ne, da jetzt nochmal was aufzunehmen. Ne. Mit dem Magier war ich ein, 2 Mal online, weil ich was gucken wollte. Ne, aber jetzt mit Leveln und so, da habe ich gar nichts dran gemacht. Ich habe noch ein paar Parts, die ich ran muss. Denk mal, dieses Video, was ihr jetzt seht, was ich jetzt aufnehme, kommt morgen.
und plus 3. Wunderbar, 124. Mehr Schaden macht die Axt schon mal. Schade, geht nicht. Aber ich hätte es eigentlich auch gerne gesehen, ob das jetzt schon ein krasser Unterschied jetzt macht. Ist eigentlich echt schade. Ich meine, Stärke 60 aus 67 ist schon mal richtig geil. Ne? Ist schon mal richtig, richtig geil. Darüber freue ich mich sehr. Aber Gas ist halt sehr, sehr, sehr wenig. Und Gas ist halt sehr wichtig. Aber hey, was soll man machen? Ne? Mehr als neue Werte auswürfen kann ich ja leider nun echt nicht. So, und jetzt geht's richtig. Das kann ich doch nutzen. Oh, ich bin auch blöd. Oh, verzeiht mir. Oh Mann. 1, 2, 3, 4. Ah, die hatte ich noch über gehabt, weil aus diesen. Oh, das ist so blöd. Oh, hatte ich das gewusst, ne? Oh. Hallo YouTube. Hallo iPuppy. Puppy. Sehr schön. Ah, das finde ich halt geil. Wenn man nicht sieht, wenn ich bin am Schmied, dann weiß man doch, dass ich was aufwerten werde, ne? Von daher. Hallo, iPapi. Papi, Mensch. Oder war das... Hey, nee, das waren doch andere, oder nicht? Oh, ich weiß es nicht. Hallo. Sehr schön. Mensch, das ging gut. Oh, Johans neuer Schar ist online. Sehr interessant, sehr schön. Er levelt mich. Guck mal, welches Level ist der denn jetzt? 106. Holy moly, 106. So, geht mal weiter. Vielleicht bringt ja uns Papi hier ein bisschen Glück. Sieht bis jetzt auf jeden Fall so aus. Es kann sein, dass jetzt... ui, sehr schön. Oh, schade. Sogar neben uns steht, ich weiß es jetzt nicht, ich habe es ja ausgeblendet, das ist ein bisschen von der Performance. Ich meine, der Laptop schafft es auf jeden Fall, aber ne, ich weiß jetzt nicht, ob ich beim Laptop jetzt... auf volle Leistung gesetzt habe oder Akkusparmodus im Prinzip bewusst schon gemacht habe. So, genau. Und was ich sagen wollte, also ich werde dieses heute jetzt noch rendern danach und das halt morgen, also für morgen hochladen. Schade. Und dann ja, wird das Let's Play wieder vorangetrieben, weil ich habe noch von der letzten Aufnahme-Session hatte ich nämlich noch was über gehabt und das werde ich dann auch noch rendern, dass das dann halt die Woche auch ein bisschen vorangeht. Ne? Also, wie gesagt, aus gesundheitlichen Gründen habe ich das leider nicht geschafft. Und plus 7? Schade. Plus 6, wunderbar. Und plus 573 mehr Schaden. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben jetzt hier nur 1, 2, nur 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, nehmen wir erstmal so, denn was ist hier los? Hallo? Den nehmen wir erstmal so. Dann nehmen wir mal so. Ja, ich hätte ein bisschen was vorbereiten können, aber ich habe so gedacht, das reicht doch erstmal so. So, komm, wir nehmen nochmal 4. 1, 2, 3, 4. Wunderbar. So. So, und dann haben wir wieder 10 Versuche. So, und jetzt geht's eigentlich schon bei Ziel. Das geht echt immerhin sehr schnell. Und ich muss mal kurz was gucken. So, und hoffentlich klappt das jetzt sehr gut. So, müssen wir mal gucken. 86er Hut. Farbe. Okay. Ach, schade. Schade, schade. So, und ich kann euch nochmal zeigen, jemand hat nämlich gefragt, wie man am besten Geld bekommt. Gut, ich bin jetzt nicht derjenige, ich weiß ungefähr mittlerweile, worauf welche Statuswerte es ankommt, was jetzt wert ist, aber ich weiß jetzt nicht, welche Set-Teile sehr viel wert sind, welche Klasse viel wert ist, viel Geld bringt im Prinzip in Game Geld. Das weiß ich noch nicht, da müsste ich halt eh nachfragen, aber ich kann gerne mal gucken, euch mal zeigen, was ich verkaufen wollen würde. Ne? Und je nachdem kann man entscheiden, hey, lohnt sich das zu verkaufen und zu appen. Ne? Würde ich da was von rausbekommen. Und plus 7. Sehr schön. Und 898 Schaden. Junge, Junge, Junge.
Sabri hat sie eingeloggt. Mensch, Jungen geht jetzt wohl farmen bestimmt. So, übrigens, es gab doch das Sommerquiz und da habe ich auch mitgemacht und ich habe auch was aufgenommen, aber ich habe nichts gewonnen. Das war nämlich spontan. Spontan entscheiden, dass ich da mitgemacht habe. Und dann war das halt so, dass wir waren, sag ich mal, noch 12 Leute, relativ viele. Und es haben halt viele auch Google benutzt. Und teilweise kann ich sagen, ja gut, habe ich auch gemacht, ne? Also, bin ich mal ehrlich. Wenn ich was wirklich nicht wusste, hey, komm, kannst du mal machen. Und plus 8, 1376, Mann. So, das haben auch viele gemacht, ne? So wie sich herausgestellt hat. Also, es ist jetzt nicht Schlimmes. Ich habe es auch echt nur benutzt, wenn ich echt was nicht wusste, ne? Ich weiß auch nicht, das waren jetzt zum Beispiel auch geografische Fragen. Ich habe eigentlich gedacht, so viel, viele, es kommt eher darauf an. wir haben nämlich gedacht, es werden viele mehr Fragen um Fiesta Online behandelt. Ne? Aber dem war nicht so. Ne? Von daher waren viele verdutzt. Ich glaube, Julian war auch dabei. Doch, Julian war dabei. Mit Sabri, nee, mit seinem Main war da. Mit seinem Mainkrieger und plus 10. Oh, schade, plus 9. Und mit auf plus 9 haben wir schon mal 1950 mehr Schaden. Und ich habe zwar aufgenommen, aber dann habe ich aufgehört, weil dann waren Wim weiter raus und ich habe gedacht, es wird vielleicht ausgelost, dann jeder einen Trostpreis bekommt, aber nein, war nicht so. Ich fand, die Gewinne waren jetzt auch nicht so doll. Da gab es ja zum Beispiel Eventpunkte oder Forumpunkte, ich weiß es nicht. Und da habe ich mir so gedacht, ja, was macht man damit? Was kann man damit machen? Und keiner hat es beantwortet, die Frage, von daher war es jetzt für mich ja egal. Und danach bei der ersten oder zweiten Frage. Und plus 10. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, war das für mich gegessen und dann bin ich auch nach der ersten oder zweiten Runde bei der neuen Runde halt rausgeflogen. Von daher, ja, wusste ich auch nicht, weiß ich auch nicht, wer gewonnen haben könnte. Aber wir haben auf jeden Fall gewonnen, wenn wir jetzt auf plus 11 kommen und beim letzten Versuch auf plus 12, dann wäre das was richtig Feines. Und? Schade, plus 11 haben wir 3288 Schaden. Krasse Sache, sehr, sehr, sehr schön. Und dann haben wir, also ich muss auch sagen, das ist meine erste Helga-Waffe für einen Krieger. Und plus 12, also wenn das jetzt kommt, das wäre richtig schön. Wir haben jetzt bei einer T4-Waffe. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Krass. Wir haben 18 Versuche gebraucht. 18 Versuche haben wir gebraucht, um eine Helga-Waffe, also jetzt Sicherheit, also hier, ihr wisst schon, auf plus 12 zu bekommen. Und das ist ein sehr, sehr schöner Wert, muss ich sagen. Freut mich sehr und ich hoffe, euch auch. Und wir haben jetzt, gucken wir mal, also wir haben jetzt, holy shit, also wir haben jetzt 3338 bis 3955 mehr Schaden als unsere jetzige. Ich wollte eigentlich heute nicht ankommen, aber ich habe meine Axt spontan aufgenommen. Aber morgen nach der Arbeit werde ich definitiv die Vorquest mit den Magier machen. So, das wird auf jeden Fall an der Tagesordnung, wird es dran stehen. Wir haben jetzt. Nee, brauche ich nicht. Gut. Sehr, 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 sehr schön. Und ja. Das ging relativ zügig, glaube ich. Ne? Also ich weiß es gar nicht. Ich wollte eigentlich nicht so lange aufnehmen. Aber ich wollte euch ja zeigen. Guck mal, wie viele Steine wir haben. Das ist sehr schön. Dann haue ich das wieder rein. Das und das. Ne? Muss ich mal wieder verkaufen. Ich habe ein bisschen was gekauft und so. Ne? Von daher, komm, wir können ja mal ab.
abheben, holen wir uns mal 30 Gold, das ist, und einzahlen tun wir 3, 1, 5, 7 und 3, 9, 3. Und dann haben wir wieder ein Gem. Sehr schön, auch das ist auch sehr gut. Gut, ihr habt gesehen, ich habe vieles halt, an Pets habe ich hier sortiert. Ich muss eh nochmal ein bisschen sortieren. Ich habe auch ganz viele, ui, das ist gar nicht mal so schlecht, dass ich hier ein paar Rollen habe. Vor allem T4, sehr schön. Das finde ich echt nice. So, genau, ein bisschen Müll habe ich hier eigentlich. Da habe ich nämlich gedacht, komm, hier ein Kleriker, habe ich auch was für einen. Und dann habe ich mir diesen gekauft. Was der Wert ist, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, Guess 14 und aus 17 finde ich nicht so schlecht. Auf diesem Level, wenn jetzt jemand ein Daisy Char machen möchte, ist das auf jeden Fall ein sehr schöner Hut. Für einige ab und zu macht ja jemand einen Kleriker, ne? Dann habe ich noch einmal diesen Hut gekauft. Falls ich mir mal einen Räuber machen will, Guess 33 aus 29. Die habe ich mir damals irgendwann mal geholt, wo ich mit Jason, mit dem lieben Jason, habe ich da mal zwei Charaktere gemacht habe. Doch, mache ich wirklich, versprochen. Und den habe ich auch mal irgendwann geholt. Stärke aus ist natürlich mies, also weiß ich nicht, kann man eigentlich verkaufen oder für günstig 10 Gold oder so, weiß ich nicht, kann man vielleicht mal verkaufen. Da habe ich mir das mal geholt. Finde ich ganz geil aus und Guess 48 und Stärke könnte man vielleicht noch einmal, könnte man vielleicht auswerten, aber weiß ich nicht, ob ich das unbedingt machen wollen würde. Das Hemd habe ich mir auch mal günstig gekauft. Guess 51 aus 46. Ich weiß nur nicht, ob das bei Lunatica, ob das die Klasse ist, die sehr gerne gespielt wird. Und zweitens, ob dass das richtige Setteil ist. So, dann habe ich einmal nochmal dieses, die 50er Klaue, die habe ich eigentlich für meinen Bruder damals gekauft, aber der spielt aktuell derzeit nicht. Da finde ich Stärke 34. Guess sind leider nur 9 und aus sind 28. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Aus könnte man natürlich, nee, Guess könnte man natürlich noch aus auch nochmal hochpushen. Dann haben wir hier ganz, ganz, ganz viele Sachen. Guck mal, die Catcher-Sachen, weiß ich nicht. Braucht man jetzt nicht unbedingt. Ne? Weiß ich nicht unbedingt, ob man das bräuchte. Kann man immer günstig verkaufen für 50 Gold oder 25 Gold eher. Denn diese habe ich selbst gefarmt. Finde ich gar nicht mal so schlecht von den Werten, weil Stärke ist dabei. Und Guess und Aus sind 30 oder über 30. Die habe ich, also falls jemand die haben möchte, die Wikinger-Axt, die verschenke ich sehr, sehr, sehr gerne. Ne? Stärke ist nicht so gut, aber Guess und Aus sind halt sehr gut und von daher kann man sich, könnt ihr mich ruhig anschreiben, könnt ihr gerne haben, schenke ich euch für lau. Ja, und diesen Hut habe ich auch damals mehr gekauft oder gefarmt, ich weiß es gar nicht, aber hat 60 aus für einen Tank vielleicht, wer weiß das schon. Und der Oberknaller kommt hier, die wütende Klaue, 70er Blue-Waffe, Stärke, Guess, Aus, jeweils plus 31, sogar zweimal plus 32. Stärke ist natürlich richtig Bombe. Aus geht so, aber Guess ist auch schon gut. Ne, für die Werte, das ist schon mal richtig geil. Und die will ich auf jeden Fall nochmal gerne uppen. Und da weiß ich noch nicht, was das Ding wert ist. Weil, ich sag mal so, so oft wird es, kommt es nicht vor, dass jemand, glaube ich, für seinen Kleriker halt was kauft. Ich möchte gerne mal was gucken. Da wollte ich mal gerne gucken. Oh, schade. Stärke. Oh, das wäre gar nicht mal so schlecht. Ich will gucken, ob jemand ein hier. Genau, das wollte ich gucken. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Guess 32 aus. Uiuiui, 42. 50 Gold, da gucke ich mal, ob ich mir das kaufe, weil wenn ich die beiden abbe, dann sind die zusammen ordentlich was wert. Ne? So, gehen wir mal weiter, das wollte ich mal, habe ich auch mal geholt. Dann habe ich diesen Bogen hier, der hat Stärke 38, Guess 27 und Aus 25, finde ich nicht verkehrt. Guess könnte noch mehr werden und Aus könnte auch noch mehr werden, aber was hat er denn da drauf? Ah, okay. Der Stab ist auch nicht schlecht. Guess wunderbar aus, geht so und in, naja, und komm, brauchen wir nicht überwähnen, ist echt wenig, aber hey, kann man immer noch was rausschicken. Die beiden, wie gesagt, sind nichts wert. Das 65er Set hatte ich schon mal, glaube ich, mal erwähnt. Guess aus, immer noch aus,
und aus und Guess. Das Ding ist halt, mir wurde auch gesagt, da fehlt aber Int und Con noch. Ich weiß, das stimmt, ne? Aber ich sag mal so, Aus und Guess sind eigentlich an sich das Wichtigste, wurde mir auch mal beigebracht. Hat mir mal jemand im Kommentar geschrieben, aber leider weiß ich nicht, ob ich da jetzt noch Ins und Con drauf kriege. Ich finde die Werte gar nicht mal so schlecht. Ne? Von daher, für einen 76er Code habe ich auch schon gesorgt und für einen 86er Code habe ich auch spontan, nicht mit Absicht, auch dafür gesorgt. Das Oberteil finde ich gar nicht mal, finde ich eigentlich nicht schlecht. Wäre jetzt Guess 40 und Con komplett weg, dann wäre dieses Oberteil also sowas von viel wert, ne? Das glaubt ihr mal. Glaubt ihr mir nicht. Habe ich mir mal geholt, weil es keinen anderen gab. Aus 24. Und den Hut fand ich gar nicht mal so schlecht. Den habe ich mir auch geholt. Hat ein bisschen was gekostet, glaube ich, 50 Gold oder so. Weil Hüte findet man nicht so einfach, ne? Die werden ja einfach mal spontan gedroppt. Und naja, den habe ich mir einfach mal gefarmt, glaube ich. Wäre jetzt aus Stärke und, oder andersrum, nee, Stärke gestern wäre auch sehr gut. Und die habe ich mal geholt. Das Doppelschwert habe ich mir, Dualschwert habe ich mir mal geholt. Und zwar, weil es nur, ich glaube, 1,8 oder 2 Gem gekostet hat. Und ich habe gedacht, hey, ganz ehrlich, das ist eine Helga-Waffe für einen Krieger. Und die Werte sind gar nicht mal so verkehrt. Gut, da fehlt jetzt Guess. Ne? Aber ich sage mal so, Guess kann man auch noch drauf zaubern. Und ihr wisst, habt es ja gesehen in diesem Video, Appen dort geht sehr, sehr gut. Dann habe ich hier noch, wie gesagt, diese Schuhe habe ich schon sehr, sehr lange. Die haben Guess 39 und Aus 40. Die sind eigentlich gesehen traumhaft. Traumhaft. Echt wirklich gut. Habe ich mir sehr schnell gekauft. Das Set hier übrigens habe ich mir auch mal selbst erfarmt. Ist jetzt nicht schlecht. Das habe ich auch geholt und das auch. Schade, dass Stärke nicht Guess ist. Das wäre richtig schön. Habe ich mir auch mal geholt. Stiefel des Lebens kann ich eigentlich... Da eigentlich ist das halt eigentlich fast komplett, ne? Den Hut finde ich immer noch ganz geil. Die Schuhe habe ich auch günstig geholt, weil ich überlegt habe, hey, für einen Jäger, ne? Und da habe ich überlegt, hey, guck mal, du kannst dir einfach mal hier was kaufen. Ich glaube, es hat insgesamt die Dinge, glaube ich, 60 Gold oder so, 70, 80 Gold gekostet. Ich weiß nicht, wo man die unbedingt findet. Und auch von den Statuswerten, ob die jetzt so gut sind, weiß ich nicht. Aber ich habe mir gedacht, hey, komm, das Geld hast du jetzt. Und dann investierst du es einfach mal. Ich meine, diese Ohrringe sind gar nicht mal so verkehrt für einen Magier. Ne? Alle Werte sind da, die der Magier braucht. Ne? Und so gesehen habe ich jetzt euch mal gezeigt, was ich so habe. Ne? Was ich gerne upen wollen würde. Den Rest weiß ich nicht. Kann man eigentlich auch wegwerfen oder verkaufen für einen schmalen Taler. Ne? So gesehen ist es nicht verkehrt. Ich sag mal so, ach hier, guck mal, denselben Hut habe ich hier auch nochmal. Also falls jemand braucht, kann er mich ruhig anschreiben. Ich werde es eh nochmal sortieren. Die Dinger werde ich, glaube ich, auch für einen schmalen Taler verkaufen. Ich weiß nicht, was am Ende rauskommt. Das habe ich auch mal geholt, wo ich noch meinen Kreuzritter hatte, einfach mal erstellt habe und habe gedacht, hey, bevor er gar nichts hat, holst du mal günstig solche Artikel. Und ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz, was es so gibt. Guck mal, hier sind zum Beispiel, Werte sind ganz gut, echt ganz geil eigentlich. Und noch nicht mehr gehandelt. 30 Gold, also so in diesem Dreh habe ich auch bezahlt. 5 Gold, ne, also ungefähr, wisst ihr das? So, dann gucken wir einfach mal, was es so hier gibt. Das hat der RashGG auch gerne gemacht. Da, das meint der Jason. Das meint Jason. Ne, Con ist, also das Hemd ist richtig gut. Richtig, richtig gut. Und natürlich war es das auch sein. Da will ich eigentlich, da will ich gerne mal... Oh, das kann man jetzt gerade nicht machen. Das ist aber ärgerlich. Das würde ich gerne mit euch mal gucken. Hallo? So, wartet mal kurz. Da haben wir es. So, ich habe nämlich auch hier ein Set. Und da will ich gerne mal gucken, ob das so gesehen eigentlich... Wir haben jetzt 26 Guess, 21 aus... Da hat er 32 Guess und 24 aus. Das ist auf jeden Fall deutlich besser. Die Hose brauchen wir nicht diskutieren. 34 Guess und 27 aus. 19 Guess und 30 aus. Schade, schade, schade. Könnte man nochmal gucken, ob man noch was Besseres findet. Aber so an sich ist er nicht schlecht. Und der Schamanhand hat 35. Oh, Alter, das sind Werte. Aber gut, hat er auch, muss man sagen, auch gehämmert. Ne?
26 Guess und 25 aus. Ah, das Hemd ist natürlich ein Träumchen. So, den Hut, den haben wir jetzt. Gut, der ist echt schlecht. Da muss man echt gucken, ob man einen besseren findet. Aber hat auch gewürfelt. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ein Stab. Hätte ich auch sehr, sehr gerne. Geisterbogen. 0,9 Angriffsrate. Das ist der Wahnsinn. Helgas Bogen. Hätte ich auch sehr, sehr gerne. Also Status wäre nicht schlecht. Guess könnte natürlich noch mehr sein. Und aus ist auch schon sehr gut. Aber weiß nicht, ob man da noch was mehr rauskriegt. Ja, da bin ich echt mal gespannt. 38. Alter. Der ist ja Hammer. Ich meine, wir können auch noch genug hämmern. Ne? Von daher ist egal. Helgas Axt. Hat natürlich mehr Guess, deutlich mehr Guess, aber dafür Stärke nicht so viel, ne? Was haben wir da jetzt eigentlich? Ja, 60, also. Da bin ich mal gespannt, was wir dafür bekommen. Ich denke mal, da kriegt man ordentlich was raus. Bin ich auf jeden Fall sehr glücklich, dass es so gut geklappt hat. Ja, von daher. 40, Alter. Huch, sorry, dass ich das immer sage mit Alter und so. Das ist nicht meine Absicht. Gehhose. Ich hätte sehr gerne für mein Mega hätte ich gerne was. Ne, weil bei denen will ich auch noch das ist eine gute Hose, ne? Aber vor allem die kam so raus. Die wurde so gedroppt. Deswegen muss ich zusehen, dass ich diesen Charakter ein bisschen hochpushe. Schiebe des Mangels. Also da bin ich auch. Ich bin auch mal gespannt. Was mein Set-Wert ist. 20 Jamin. Das ist nicht. Das ist ein Hut. Hüte, ne? Also ist der Wahnsinn. Er muss einfach echt wahnsinnig viel Glück haben, dass du sowas Geiles gedroppt bekommst. Dentalien. Also da will ich. Da hole ich mir auch nochmal einen. Ich will eigentlich gerne einen haben, der noch nicht geabt ist. Und am meisten gibt es ja auch welche, aber die sind nicht ganz so viel wert. Hier, da muss mir einer nochmal erklären, was an diesem, da ist doch ein Bug, roter Riesenkondor. Da muss ein Bug vorliegen, wurde mir mal gesagt, also hätte ich auch sehr, sehr gerne. Da will ich auch mal bestimmt irgendwann mal sehr lange dran farmen und eventuell mal so einen Job bekommen. So, jetzt haben wir hier sowas. Das ist ein Hut, das kann ich euch sagen. Junge, Junge, das ist mal geile Stadt, das ist ja... Junge, Junge, Junge. Also manche haben echt richtig viel Glück mit Drops. Und diesen auch, denke ich mal. Der ist gut. Der ist ein richtig guter Helm. Sehr, sehr schön. Aber bis jetzt habe ich eigentlich nur diese Drops gesehen von diesem Dentalien-Set. Ich sag mal so, ich glaube, wenn ich das 95er-Set habe und dann irgendwann 110er-Set mir dann hole, alternativ, dann kann man mal gucken. Ich hätte so gerne, ne? Ich will mal nicht ganz so teuer hochgehen. Gucken wir einfach nochmal so und dann mal so die. Guck mal hier. 2 Gem. Weiß ich nicht. Also, ich meine, gut, ich weiß, das ist jetzt nur ein Dings. Sag mal schnell zwei, ne? Aber trotzdem, das ist ja eine Helga-Waffe und für einen Tank als Alternative ist das schon mal nicht. Verkehrt. Haben wir vielleicht irgendwas, was sehr, sehr günstig ist und von den Statuswerten nicht so... Ich glaube, die werde ich mir holen. Da habe ich ein schönes Funkenhund. So, ihr Lieben, ich würde sagen... Das ist eigentlich echt spannend, weil vielleicht finden wir irgendwie noch was. 25 Gold, ey.
Ist halt nichts wert, ne? Ist halt nichts. Vor allem einige Ver. Achso, doch. Ich wollte gerade sagen, das ist nur so ein aus dem NPC. Ich hoffe immer noch, dass wir vielleicht so irgendwas finden, wo sich jemand vertippt hat, ne? Es gibt auch manchmal sowas. Und ne, einen Fehler macht. 76, 47 Gast. Koppelkönig. Habe ich so eine. Glaube ich schon. 35. Weiß, verstehe ich nicht. Ist doch voll in Ordnung. Ja, gut, nur aus ist natürlich nicht das Wahre, aber. Wächter Varamus. Was ist denn Wächter Varamus? Oh, 15 Gold. Ja, ihr seht, so richtig gibt es gar nichts mehr. 35 aus. Glaube ich, kaufe ich mir, weil, bevor ich hier gar keinen mehr habe, werde ich mir den, glaube ich, kaufen. So, gucken wir nochmal. So, gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, ich wollte eigentlich noch überlegen, ob ich nochmal unsere. Komm, machen wir schnell. Komm, eins mache ich noch, weil das heute so gut lief. Und ihr werdet mich bestimmt hauen oder so, ne? Aber diese Axt werden wir uns noch verbessern. Wir haben jetzt noch 5. Da muss ich einmal kurz durchzappen. Hoch. So, ihr werdet bestimmt den Kopf schütteln, warum ich das bei dieser Axt noch investiere. Aber ich sag mal so, die Axt ist ja nicht schlecht, ne? Und da kann natürlich noch was draus werden. Ich hoffe mal sehr. 2 Versuche haben wir noch und dann werde ich das nicht mehr machen. Und dann, ja, ich könnte natürlich diese 2 mehr für was anderes nutzen, aber ich wüsste jetzt nicht für was. Also fangen wir jetzt an. Dankeschön. Das werden wir auf jeden Fall nehmen. Guess und ja, nehmen wir auf jeden Fall. Hat jetzt zwar nur 19 Stärke, aber dafür. Sag ich mal so, gestern aus, sind schon mal richtig geil. Wir haben jetzt ein bisschen weniger Schaden, sehe ich auch ein, aber auch, gestern aus sind schon mal sehr viel wert und vielleicht kommt jetzt sogar noch 40 Stärke oder so dazu. Das wäre der Wahnsinn, wenn das passiert, aber denke ich nicht. Ah, das wäre schön gewesen, wenn jetzt Stärke 24 dazugekommen wäre und ausgeblieben wäre, aber wir lassen es jetzt. Ich weiß, es wird vielleicht ein Fehler, aber naja, ganz ehrlich, wir hatten jetzt, weiß ich gar nicht, ja, 4800 Schaden haben wir jetzt, komm, jetzt haben wir 4816, ne, so gesehen ist es ja nicht schlecht, aber, komm mal, immerhin kann man immer noch dreimal hämmern und Stärke kriegt man bestimmt, derjenige kriegt noch was dazu, aber so gesehen bin ich echt zufrieden, wir haben jetzt eine wunderbare Helga-Axt und eine schöne Kescher-Axt und ja, so gesehen ist es schon mal ein guter Wert. Und dieses Hemd habe ich übrigens auch noch, das werde ich auch noch haben. Und so gesehen, ja, kann uns in der Zukunft in diesem Spiel nichts mehr finanziell schief gehen. Ich werde es auf jeden Fall auch verkaufen, das ganze Set, wenn ich Level 95 bin. Und dann sehen wir mal weiter. Also ihr Lieben, ich würde sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Mit dem Let's Play geht es, wie gesagt, bald weiter. Und ja, ich hoffe mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann, euer Sibi.